Einst ausgerottete Wildtiere kehren zurück nach Salzburg. Wolf, Biber und Fischotter. Im Zoo gelten sie als Publikumslieblinge, in freier Natur wollen sie aber viele nicht so gerne haben. Bauern, Fischer und Forstwirte sehen die neuen Populationen kritisch. In einigen Regionen Österreichs werden wieder Abschüsse verlangt. Uli Wolf hat zur Rückkehr der Wildtiere eine Dokumentation gestaltet für die ORF-Reihe Erlebnis Österreich. Der Wolf galt bei uns schon als ausgerottet. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der letzte erlegt. Schon immer hat dieses Raubtier polarisiert. Kein anderes Tier kommt in Märchen und Fabeln so schlecht weg wie der Wolf. Dort wird er als hinterhältige, blutrünstige Bestie dargestellt. Andererseits gilt er als Symbol für Freiheit. Seine Schlauheit und sein Rudelverhalten faszinieren. Wir interessieren uns auch deswegen für Wölfe, weil kein Tier da draußen ist uns ähnlicher als der Wolf, was unsere soziale Orientierung betrifft, was unsere Kooperationsbereitschaft betrifft. Wir ziehen gemeinsam Kinder auf in der Gruppe. Nicht? Wir jagen gemeinsam, wir sorgen füreinander, aber wir führen auch gemeinsam Kriege gegen die Nachbarn. Nun kommt der Wolf zurück. Aus allen Bezirken werden Nachweise gemeldet, Fotos aus Wildkameras, Fährten, Sichtungen durch Jäger, aber auch Risse von Schafen und Ziegen. Vor allem Bauern haben deshalb keine Freude mit seiner Wiederkehr. Langfristig werde sich die Landwirtschaft durch den Wolf verändern. Dann kommt es zur Einsperrung der Tiere in den Stall, also zu einer ganzjährigen, eigentlich industriellen Stallhaltung und Rinderhaltung. Also wir kommen von unserer naturnahen Haltung weg zu einer industrialisierten Ganztagesstallhaltung und vor allem die Biobetriebe werden große Probleme bekommen. Für die Befürworter bereichert der Wolf die heimische Artenvielfalt. Der Wolf hat vor 100, 150 Jahren bei uns gelebt. Der Mensch hat ihn vertrieben. Er kommt jetzt wieder zurück. Er ist Teil unseres natürlichen Erbes. Er kehrt zu unserer Landschaft dazu. Er macht unser Ökosystem reicher. Also deshalb kehrt er eigentlich wieder daher. Auch die Rückkehr von Bibern und Fischottern wird nicht von allen gut geheißen. Fischer klagen darüber, dass der Fischotter die Teiche leer räumt. Forstwirte wiederum haben keine Freude damit, dass Biber Bäume fällen. Doch auch diese Wildtiere sind so wie der Wolf gekommen, um zu bleiben. Ein Erlebnis Österreich beleuchtet dieses Spannungsfeld morgen um 16:30 Uhr in ORF 2.